Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part How to Survive. Es geht los. Wir suchen immer noch nach dem Kumpel von unserem Kumpel. Oh je. Und ihn machen wir auch wieder mit dem F. Kaputt. Das passt ja ganz gut. Ah, warte mal. Ne, warte mal. Ich kann nicht doch von hier rein. Na, super. Gut, eine leere Flasche. Wie kann ich denn da unten? Frage ich mich. Ist ja eine falsche Taste. Wie kann ich das dort unten, unten wechseln? Mit Q verwende ich das. Mit den Pfeiltasten kann ich das nicht verändern. Okay. Verflucht! Ich bin ein Held, ne? Ich sag noch, mit Q geht's nicht und was probiere ich aus? Q. Und halt es auch noch gedrückt. Ich bin ein Schlumpf. Hey. Der sieht doch richtig aus. Also der Grabstein versteht sich. Ja, gucken wir kurz hier. Anlasser. Wir brauchen einen Anlasser, okay. Das ist schon mal sehr interessant. Ah, guck mal. Der Anlasser. Naja, erstmal nur der Werkzeugkasten. Könnte mir aber auch schon helfen gleich. So, wir reden gleich mit ihm. Weiß nicht, eventuell noch. Okay. Deprimiert. Gut, hi. Hey, who are you? And where's Andrew? You met Andrew? Where is he? Shit, that's terrible news. Yo, if they bit him, it's all over. It's only a matter of time. He's gonna turn into a monster too. Yeah, I got bit too. That's why I cut my leg off. Well, my own leg. I had no choice. I want out of here alive. So what about you? Have any teeth marks to declare? No? Wait, and you got here, what, with just a stick? I'm impressed. Listen, if Andrew's bitten, then I'm shit out of luck. You've got to help me. But look, I can help you too. I know how to survive. Come on, we can work together. You and I. Here, take this. You got a whole heap of shit ahead of you. If you want to stay alive, you gonna have to use it. Comprende? No, it's kill or be killed. Yo, hack an attack, papa. Okay. Come on. Follow me. Night's about to fall, and I got a favor to ask you. Come on. Don't be shy. Nee, wir haben eine rostige Machete bekommen. Und die auch gleich ausgerüstet. Wir sollen ihm jetzt folgen. Aber erstmal schlagen wir ihn zu Brei. Stirb! Alter Mann. Okay. Platsch, platsch. Okay, weiter können wir nicht gehen. Moment, ich guck mal kurz in die Steuerung. Ja, Spieler 1 bitte. Ja, Tastaturmaus. Mausrad. Nee, ne? Also mit 1, 2 oder was? Tatsächlich. Ja, da soll mal jemand drauf kommen. Also Entschuldigung, aber da wäre ich jetzt nicht so schnell drauf gekommen. Kann ich, wenn ich das Inventar öffne. Ja. Genau das nämlich machen. Perfekt. Mehr will ich doch nicht, ja. Und doch. Here's the plan. Last week, another island, we found an old air tanker. It's damaged, but we could repair it and escape. Boats can get us out into island, but by air. That seems to be the only way out of here. Andrew's mission was to find gas for the plane. This is your job now. Problem is, night is coming. And you need to know, well, some really freaky creatures come out only at night, along with the other monsters. These creatures are vile and really aggressive. They only attack when it's dark and hate bright lights, so at least you can use that against them. I'll give you my personal flashlight to go to the village.
But can I ask you to light me the campfire just here? Ja. Schaltet die benötigte ja. Denk mal, wird gemacht. Nehmen wir erstmal. Kovacs Rules. Chapter 3. Skills. You can upgrade your abilities throughout your trip. To do this, open your inventory and go to the skill screen. There are many abilities that you can acquire, thanks to the experience you build up during your adventure. The first one allows you to light up campfires. Ich finde die Musik, finde ich super. Ah, okay. Mit der Maus. Achso, das sind die Ziele und hier ist der Fertigkeitenbaum. Okay. Gut. Okay. Tage 1, okay. Gesundheit 62, Ausdauer 62, 78. Ja, perfekt. Wir haben so ein durchhaltendes Level ab und alles haben wir sowas geschafft. Okay. Achso. Welches Campfire? Wo haben wir es denn? Hier hinten oder was? Hä? Achso. Okay. Das ist ein Campfire. Gerade wenn ich ehrlich bin, nicht als solches wahrgenommen. Gut, jetzt könnten wir noch was kochen. Und jetzt kann ich mir hier auch noch so einen brennenden Stab rausnehmen. Der brennt aber nicht ewig. Okay, ist auf jeden Fall cool. Gut. Reden wir wieder mit dem. This should be enough to keep them at bay. As promised, here's my flashlight. If they come after, aim the light at them, and they will stay away for a while. Okay? All right, good. Let's get back to the real issue. The gasoline. Hm. Naja, das ist das Problem, genau. Okay, mit Q mache ich das an und so. Ich denke, Benzin brauche ich. Also, nee, ich muss erstmal noch die Mission bei ihm jetzt überhaupt starten. Klingt logisch. And you halfway to freedom. I'll wait for you here. I'm sorry. If I could run, if I could even walk, I'd come with you. Good luck to you, my friend. Jo, vielen Dank. Aber das werden wir doch mal, denke ich, noch ohne ihn hinbekommen, auf irgendeine Art und Weise. Ja, siehst du, jetzt können wir nämlich hier solche Büsche. Wenn sie mich einfach zerschlagen. Das war überraschend. Ah, Survival Tipps. Survival by night. Okay. Da freue ich mich jetzt drauf. Another kind of monster appears at night. There are many of these, and they are aggressive. But they hate the light. You can easily keep them at bay with a torch. Or a flashlight. When you sense night coming on, check for your flashlight. You won't want to be caught without it in the dark. Achoo!
Ey, ich feiere diese Musik so krass, ne? Das ist unglaublich. Ich könnte mir den halben Tag angucken, angucken, anhören. Also es ist, also diese Kurvax, Entschuldigung, die sind genial. Also allgemein, ich finde das Spiel nicht schlecht. Also es ist kein Traumspiel oder so, aber es ist jetzt nicht schlecht. Also man kann es meiner Meinung nach spielen. Wie gesagt, hier die, so die Animation von den Schlägen. Es sieht so, ich hau dich. Ich mache dich kaputt. Oh. Das sieht nicht so aus, wie man auf jemanden draufhauen würde, wenn er untot wäre oder was weiß ich. Würde ich so sagen halt jetzt. Also das sieht nicht danach aus. Das ist. Naja. So, der trinkt jetzt erstmal hier nochmal einen Schluck, bitte. Danke. Geht jetzt auch schön hier weiter. Ui. Ich freue mich jetzt gleich schon auf die ersten Szenen, wo wir die, dann nennen wir es mal Gruselviecher finden werden, die mich, die aggressiv sind und alles. Oje, jetzt macht er schon automatisch die Taschenlampe an. Oje, 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 oje. Okay, kann ich die vielleicht vermöbeln? Oje. Geht mir nicht auf den Piss. So, danke. Was ist das? Ein Zieltrank? What the fuck? Okay. Das ist mysteriös. Für was es nicht scheinbar alles Tränke gibt, ne? Jetzt komm her, du. Mistiges Mistviech. Okay, wir müssen dort weiter. Wo natürlich mal wieder die meisten Zombies stehen. Alter. Ja gut, zünd du mal kurz das Feuer an. Eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee jetzt gewesen. Dadurch können mir nämlich jetzt ja die Viecher nicht mehr hinterher rennen. Und jetzt kann ich das eine Viech, was hier lang gelaufen ist, eigentlich vor mir hertreiben. So, und zack. Das wieder machen. Okay. Eigentlich wollte ich das Zeug gerade aufheben und niemanden töten. Er ist safe hier. Das glaube ich aber irgendwie weniger. Okay, nehmen wir die guten alten Kurvax Rules. Wieder. Kurvax Rules. Chapter 5. Bows and Arrows. The bow is the simplest distance weapon you can create. And the quietest. Select a flexible branch, then combine it with a reel of twine. For arrows, combine a wooden stick with your machete. Making arrows is easy, but getting them back is even easier. So always collect them after a fight. No matter where they are stuck. Oh Gott. Oh, ja. Das ist teilweise Schwachsinn, was die da zeichnen. Sag ich mal.
Upsala. Was war das denn? Achso. Unanbiegsamer Ast. Okay. Was ich hier wohl tun muss. Mit E muss ich das aber tun, bitte. Zusammenfügen, zack. Das Problem ist, ne, das Ding hier kann ich jetzt nur mit der Machete zusammenfügen. Aber die hätte ich halt ganz gerne noch so ein bisschen als Backup. Darum hole ich mir ganz schnell dort unten die eine Machete. Und das Stück Stoff nehmen wir auch noch direkt mit. Hat ein bisschen sehr wenig Ausdauer. Das ist so... Ah, okay, das war's. Gut. Jetzt mache ich das mal schnell. Zusammenfügen, zack. Zusammenfügen. Zack, okay. Was? Achso, der hat jetzt den Ast. Ein Pfeiler, okay. Jetzt kann ich... Jetzt. Hä? Okay, warte mal, was? Ja. Ah, okay, ich kann nur entweder das hier halt haben oder... Naja, oder halt die Machete. Okay, aber ich kann das auch noch im äußersten Notfall wechseln. Einigermaßen schnell. Okay. Wir trinken natürlich auch nochmal kurz was. Werkzeugkasten nehmen wir auch noch direkt wieder mit. Leere Flaschen nehmen wir auch immer wieder mit. Nein. Ein Holzstock. Noch einer. So, ich mache es aber mal schnell. Ich laufe nochmal ganz schnell hier so hin. Und dann mache ich mal ein, ja, komm, halt mal dir drin die Schnauze. Und dann mache ich mal jetzt einen Cut und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. How to Survive, ne? Ja, nee. Tschüss.